Ja, liebe Radwander- und Wohnmobilfreunde, wir sind hier in Canobbio am Lago Maggiore auf dem Campingplatz del Sole gelandet. So als neuer, noch nicht von uns besuchter Platz. Ja, ich will euch den Platz mal ein bisschen zeigen. Es ist ein Platz, der, würde man sagen, zu 70% aus Dauercampern besteht und 30% aus Vermietplätzen für Wohnmobile und Wohnwagen. Ja, es ist alles hier, was man braucht. In 5 Minuten Entfernung ist ein kleiner Supermarkt, wo man alles kriegt. Und das ist vollkommen ausreichend. Der Platz hat Abwasser, Frischwasser, wie gesagt, alles, was man braucht, inklusive Müll. Ja. Dann will ich euch den Platz mal zeigen. Mein Inspektor ist dabei. Und wollen mal gucken, was er findet. Okay? Ja, hier kommt man in den Platz rein zur Einfahrt. Rechts von mir ist die Rezeption, Anmeldung. Und auch gleich das Schwimmbad. Wenn man da ein bisschen guckt, ich will jetzt nicht reingehen. Das Wasser ist noch nicht im Becken drin, also folglich uninteressant. Ja, eine Schranke mit Nummernerkennung haben wir auch. Hier zur Information, was, wie, wo zu erreichen ist, zu sehen ist. Ja, Information. Ja, rechts das Schwimmbecken. Geradeaus geht's in den Platz. Der Platz ist ein alter Campingplatz. Das heißt, wir haben hier viele, viele Dauercamper zu den Normalübernachtungstouristen, wie wir es sind. Aber geprägt von Dauercampern. So, mal gucken, ob mein Inspektor heute arbeiten will oder ob er wieder streikt. Felix, such mal, ob du was findest, was wir kritisieren können. Such mal. Lauf. Suchen. Er findet wieder nichts. Komm. Komm. So, jetzt kommen wir hier in den Bereich, wo eben, wie sagt man so schön, die Durchreisenden wie wir, die Übernachter, die auch spontan hier anhalten, um 1-2 Tage oder nur eben eine Nacht hier zu verbringen. Wir laufen hier gerade am Waschhaus vorbei, wo Abwasch gemacht wird. Die Sanitärräume habe ich schon mal fotografiert, da will ich nicht reingehen, weil es immer guter Betrieb ist. Hier kommt Nachbarschaft angelaufen. Ja, hier kommt Nachbarschaft angelaufen. Ja, ich habe einen YouTube-Kanal, ich stelle die Plätze vor. Ah ja, sehr gut. Ja. Und das ist mein Platzinspektor. Das wissen wir schon. So, hast Fehler gefunden? Er findet die Fehler. So, komm, gehen wir weiter. Komm. Und jetzt? Wo laufen wir? Komm, wir hier müssen noch schauen.
Ja, er ist sehr konsequent. Er sucht sich. Tja, komm, geh mal gucken. Weiter schauen. Hier, hier. So, ja. Endlich habe ich ihn mal im Bild. Alles beschnuppern, jawohl. Hier der Platz, oder neben dem Platz, kommt ein kleiner, mittlerer, egal, ein schöner Fluss mit klarem Wasser hier an. Hier, wo wir gerade drauf stehen, ist der Rad- und Fußweg, der ins Tal führt. Oder, glaube ich, auch einmal um Canopio rum. Ja, liebe Leute, mehr Eindrücke werde ich jetzt hier nicht mehr einsammeln, weil eben, wie sagt man, es reicht, wie ein Platz aussieht, Campingplatz aussieht. Das wissen die alten Hasen sowieso. Ja, wir gehen mal dahin, wo wir untergekommen sind, damit ihr das auch mal seht. Der Platz ist gut befestigt, bekiest, relativ gerade, also Keile sind nicht notwendig. Ja, ihr seht immer mal Nischen für Wohnmobile, Kastenwegen sind da und ja, der Hauptanteil eben hier, die Dauercamper. Ja. Ihr seht, hier sind zwei Kastenwegen in der Nische. Hier ein Wohnmobil. Und hier ist unser Domizil. Frauchen wartet schon, um Felix zu verwöhnen oder so ähnlich. Und wie schaut's Hallo, aus? Zwei. Gut sieht's aus. So soll's sein. Gell? Ja, was soll ich noch weiter sagen? Mein Fazit ist, wir können den Platz empfehlen. Ich kann den Platz empfehlen. Es ist nett. Nett hier, Personal ist freundlich, die Seitenräume sind okay, hier das Umfeld auch, Canopio selber hat sowieso einen guten Ruf, allein durch den Markt, der jeweils am Sonntag ist. Ich habe davon auch noch ein paar Bilder, die ich im Anhang dranhänge, sodass ihr einen kleinen Gesamteindruck hier habt. Und ja, wie gesagt, wir können es empfehlen. Und mit ruhigem Gewissen so zu sagen. Ja, also, ich sag mal, bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Hubert. Buongiorno. 17 Stutz.
Ja, im Hamburger am Fischmarkt kann es nicht schlimmer zugehen wie hier. Vai in su, si stringe, ma un po' meno, ma se vai in giù, ecco che è tutto. Das war unser kleiner Rundgang hier auf dem Markt in Canopio. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.